Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Für die Neulinge und auch für, nicht die Altlinge, für meine anderen Abonnenten. Ich saß jetzt eben hier, der Biki ist unterwegs und manchmal gehe ich einfach in mich rein und ich wollte euch mal den wahren, kann man wahren Grund erzählen, warum wir ausgewandert sind. Und was uns, also auswandern wollten wir ja schon Jahre, eigentlich von Anfang an. Aber dieser Schlusspunkt, was uns dazu gebracht hat, früher auszuwandern, warum wir Tarik, was ja viele nicht wissen, warum wir Tarik ein Jahr früher aus die Schule geholt haben, warum Tarik jetzt nur einen Hauptschulabschluss hat und keinen Realschulabschluss hat, was uns dazu bewegt hat. Ja, denn auch wir waren in diesem Hamsterrad, ich Hausfrau, morgens aufstehen, die Kinder für die Schule, Haus putzen, einkaufen, Gartenarbeit, nach Hause wieder, Essen kochen, dies, das, jenes, Biki kam, Essen. Ja, dann war eigentlich Schluss, ja. Er hat gegessen, er hat sich frisch gemacht, weil er den ganzen Tag gearbeitet hat. Dann hat man vielleicht, weil eine halbe Stunde, Stunde Fernsehen geguckt, dann ist man ins Bett. Das war jeden Tag das Gleiche. Bis, und eigentlich so schlimm dieses C auch ist, war, was immer, ja, das hat uns wachgerüttelt, weil der Biki sein Geschäft zumachen musste. Wo er gemerkt hat, die erste Woche, die ersten zwei Wochen, er musste ja drei Monate warten, der erste Lockdown waren wir zu, ja. Und weil wir sparsam schon immer waren, hat uns das jetzt nicht so viel ausgemacht. Na klar mussten wir dann den Gürtel ein bisschen enger schnallen, noch enger schnallen, aber Leute, wisst ihr was? Das war es wert. Es war wert, denn das Waren, seitdem wir uns kennen, ja, nicht die schönsten drei Monate, also die ganzen 28 Jahre sind schön, aber die ersten drei Monate, wo wir die meiste Zeit miteinander hatten, wo wir gesagt haben, boah, ja, wir haben uns den einen Tag saßen, es war ja super schönes Wetter, den ersten Lockdown, und wir saßen dort im Garten, ja, mit unserem Kaffee. Dann haben wir uns beide zeitgleich angeguckt und haben gesagt, was haben wir die ganzen Jahre gemacht? Wir hatten kaum Zeit füreinander, wir hatten kaum Zeit miteinander, weil es war nur Arbeit, 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 Geld verdienen, Rechnungen bezahlen, arbeiten, Geld verdienen, Rechnungen bezahlen. Machen konnte man nicht viel, wegen Wochenende, ja dann dies, dann das, ja. Es ist ein kleines Hamsterrad. Und dann sagt der Schatz, weißt du, was ist, wenn man morgen nicht aufsteht? Was hatten wir, was haben wir gemeinsam? Na klar, die Kinder haben wir gemeinsam, ja. Wir sind auch abends gemeinsam spazieren gegangen, wir haben gemeinsam gegessen. Aber was hatten wir von uns gemeinsam an Lebzeit? Gar nichts. Gar nichts. Wir hatten in diesen drei Monaten mehr Lebzeit zusammen wie diese ganzen 28 Jahre. Okay, da waren es ja keine 28 Jahre, waren 26,5 Jahre. Aber wisst ihr, was ich meine? Und dann ist uns das erstmal klar geworden, wo wir gesagt haben, jetzt oder nie. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das den Kindern erklärt und die haben gesagt, ja, ihr habt ganz recht. Also die Kinder haben auch gesagt, ja Papa, wir hatten nichts von dir. Und auch dieses, ich weiß nicht, dieses Gefühl in dieser C-Zeit, ja. Man kam raus, es war nur nicht guten Tag, wie geht's oder so. Nein, es war nur, und bist du endlich? Und hast du endlich? Man wurde nicht mundtot, ist das zu hart? Ich weiß, man durfte seine eigene Meinung, man musste wirklich aufpassen, mit wem man über was redet. Und wenn man so will, sind wir ausgewandert, um frei zu sein.
Na klar, jetzt kommen wieder, ja, der türkische Staat und Diktator und dies und... Wisst ihr was? Wir kamen hierher. Wir kamen hierher und auf dem Weg, als wir dann aus der EU draußen, da hat man direkt diese Last gemerkt, ja, diese Last, wo von einem gefallen ist. Und also wir haben noch geguckt, boah, was ist das denn? Na klar gab es hier Einschränkungen und dies und das, ja, aber man ist hier freier. Warum geht es diesen meisten Leuten jetzt besser, wenn die besonders, also auch schon vorher gesundheitlich besser, ja, das ist halt wegen der Sonne und das Obst und Gemüse ist hier ganz anders. Mal das ganz zur Seite geschoben. Warum geht es den meisten Leuten besser, die jetzt in dieser C-Zeit, was ja schon ewig dauert, die jetzt hier auswandern? Weil die einfach frei sind. Und man kann sich frei unterhalten. Man kann sich frei unterhalten. Ich sage jetzt mal auch die russischen Bürger, die können ja Englisch. Ja, man kann sich frei unterhalten mit denen. Man kann sich frei unterhalten mit den türkischen Bürgern. Man kann sich frei unterhalten mit den deutschen Bürgern hier. Nicht alle, die meisten, die hierher kommen. Die wissen ja, warum die hierher gekommen sind. Es ist dieses Freisein. Ja, nicht in der EU. Und das haben wir auch gesagt, wenn wir auswandern wollen. Nicht in die EU. Und Türkei ist ja nicht in der EU. Und das, dieses Eingesperrte, ich nenne es jetzt wirklich, eingesperrt in diesen Hamsterrad, es war ja wirklich, ich hatte jetzt die letzte Zeit viele Gespräche mit vielen Leuten, wo ich dann sage, ey Katja, du warst ja gar, weißt du, du warst ja total drinne, ja? Geburt, Arzt, Untersuchung, voll dieses System. Ja, Kindergarten, das muss gemacht werden, das muss gemacht, das muss. Jetzt werden wir 99,9% von den Leuten hier oder von anderen gar nicht das Erste, was wir gefragt werden. Geht der Tarek zur Schule? Nein. Wie alt ist der? 17. Ja, was will der denn machen? Der hat eine Auszeit. Wie eine Auszeit? Gammelt der jetzt nur rum? Nein, der gammelt nicht nur rum, der kommt an. Erstmal hier das Ganze, ja, wahrzunehmen, ja, das ist das Erste wirklich, Schule, wie, der macht keine Schule mehr. Abschluss, wie, der hat nur einen Hauptschulabschluss. Nur weil Tarek einen Hauptschulabschluss, heißt nicht, dass er doof ist, ja. Heißt, wir waren schlau genug, um ihn früher rauszuholen. Ihr wisst gar nicht, was da... Na klar, die meisten, die Kinder haben wissen, was da abgegangen ist in den Schulen. Aber wisst ihr eigentlich, der wurde der Schule verwiesen, weil seine runtergerutscht ist und er gesagt hat, zu den Lehrern, aber ihr, das hat denen nicht gepasst. Den hat das nicht gepasst, dass er seine Meinung gesagt hat. Warum darf eine Person, egal ob Kind oder Erwachsen, nicht seine eigene Meinung haben und seine eigene Meinung vertreten? Darf man doch bei mir auch wenn man mich kritisiert oder sonst was. Leute, das ist mir egal, weil jeder hat eine andere Meinung. Jeder hat seine andere Meinung zu Krankheiten, wie man gesund wird. Jeder hat seine andere Meinung zum Leben. Jeder hat seine andere Meinung, wie er seinen Tag gestalten muss. Der eine steht morgens um 5 Uhr auf und läuft erstmal 10 Kilometer und die andere sitzt da und putzt erstmal das Haus und macht Frühstück für die Kinder. Die einen sind der Meinung, die Kinder sollten alles alleine lernen, die anderen tragen alles hinterher. Wir Menschen, wir sind einzigartig. Jeder ist anders. Und das müsst ihr doch langsam mal verstehen. Also der Grund, auch wenn viele jetzt sagen, nee, du hast ja nicht mehr alle, ne? Der Grund, warum wir ausgewandert sind, ist, um frei zu sein, frei zu leben, frei zu atmen, frei zu sagen. Und jetzt kommt, aber wenn du was gegen den und den sagst. Leute, habe ich ja gar nicht. Und wenn das so wäre, würde ich auch meinen Mund aufmachen. Ich habe schon öfters Leute gehört, wie die da schlecht drüber geredet haben. Ey, ich habe da aber nichts Schlechtes. Ich bin mit allem zufrieden. Und wisst ihr, was noch geil ist? Wir werden hier nicht belogen. Das ist das Einzigartige hier. Wir werden hier nicht belogen. Und nicht belogen heißt, es wird uns nichts schön geredet. Ah ja,
und Privatsphäre und ja und Kameras und ja. Nein, die Dinger werden aufgestellt, fertig, die sind damit zufrieden hier. Es wird gesagt, bäm, 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 es wird nicht schon, schön geredet. Ja, es wurde eingereicht und ja und vielleicht und hier wird nichts schön geredet, hier ist es so, wie es ist und so sollte es auch sein. Ich kann hier meine Meinung sagen, ich kann mich hier frei äußern, ich kann mich hier frei bewegen. Und wenn ich schon höre, was, Leute, ihr tut mir in Deutschland, ihr tut mir wirklich leid, was da jetzt am 1. September alleine wieder alles aufkommt mit diesen Energiesparen und Heizungssparen und es wird noch schlimmer. Wartet erstmal ab. Ihr habt ja mitbekommen, was der Lauterbach gesagt hat, was ab 1. Oktober Fakt ist, ja. Wir sind hier frei. Das ist doch super. Deswegen geht es den meisten Leuten hier so gut. Deswegen, ich musste das jetzt mal loswerden, weil ich hier saß und der Beke musste was erledigen unterwegs. Der Tarik ist sich am Fertigmachen, der geht heute Abend raus. Er geht heute Abend raus. Ey, das ist wie... Ja, um 6 Uhr haben die Glocken geläutet, alle rein. Also man hat es wirklich. Die Kinder haben sich nach dem Glockenläuten ja, wie soll ich das erzählen? Ich verstehe, meine wussten das auch immer. Die Glocken haben geläutet, ab nach Hause. Und das ist ja auch das Freisein, dass die Kinder abends, wir sind gestern nach Hause gekommen, es war 11:30 Uhr, Leute, da waren noch Leute auf dem Spielplatz. Das ist genießen, weil jetzt bald die Schule anfängt, die sind frei. Da ist nicht, 10 Uhr darf nicht mehr laut gemacht werden. Ne? Nein, das geht gar nicht. Also nein, und Kinder ab 6 oder 7 sowieso drin. Ne? Sandmann kommt, ne? Ab ins Bett. Ich war selber genauso, wo ich sag, Alter, wie doof warst du eigentlich? Und deswegen, genau deswegen bin ich froh, dass dieses C überhaupt kam, weil, wisst ihr was? Wir wären da immer noch drinne. Und das ist das, warum es mir so gut geht. Jeden Tag bin ich so dankbar dafür, dass wir hier sind, dass wir wach geworden sind und dass wir jetzt unsere gemeinsame Zeit, auch wenn wir hier öfters mal länger unterwegs sind, aber wir haben 100% mehr Zeit wie in Deutschland. Es war eine Zeit lang, da war er wirklich sogar noch mehr unterwegs. Aber auch wenn er erst abends um 8 oder 9 nach Hause kam, ja, wo er den Verwaltungsjob neu angenommen hat, wir waren bis 1, 2, manchmal halb 3 draußen. Das ist Leben. Das ist einfach super, oder? So, das war's. Oh je, das ist ein ganz langes Video. Eigentlich mache ich ja nur ein Video pro Tag. Aber das musste ich euch jetzt erzählen, ja? Weil ich saß hier und... Das ist mir, ich denke ja wirklich täglich drüber nach, was für ein Glück wir haben. Und das musste ich euch einfach erzählen. Und ich glaube, demnächst kommt nochmal so ein Live-Chat. Und dann könnt ihr uns so alles fragen und so, was ihr wollt. Wir müssen halt nur gucken, wann. Bis denn. Euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Geht mal in euch rein und schaut mal, ob ihr auch in diesem Hamsterrad drin seid. Und ob ihr eure freie Meinung äußern könnt in Deutschland, wie es wirklich ist. Seid ehrlich zu euch, ja, zu euch selber, fasst euch ans Herz und sagt, ja, das ist die Wahrheit. Okay, alles klar, bis denn. Ciao, ciao.